Aufnahme läuft. Herzlich willkommen im Falloutland. Wir töten Mutanten und andere Typen und schießen Raketen aus Silos. Ich bin nicht. Gar kein Franzose, aber ich spreche Französisch. Okay. Ich gehe mit meinem Katheter und mein Katheter mit mir. Oh. Was? Wow. Einfach nur wow. Wieso steht bei mir eigentlich immer noch Level 1 auf meinem Ausweis? Ja, weil du das Foto nicht aktualisiert hast oder so, keine Ahnung. Okay. Property of Wall-Tag. Also ich warte noch. Photograph Identification. Ja, ich warte auch noch. Okay. Ich bin da. Ah! Oh Gott. Wurde aus dem Team entfernt. Aber hier haben wir uns doch gar nicht ausgelockt. Nee, da hinten in der Stadt haben wir uns ausgelockt. Und warte, wir sind doch gar nicht im Team. Sind wir nicht? Nein. Du bist mir auf jeden Fall nicht angezeigt, dass du bei mir im Team bist. Also wir sind nicht im Team. Wie macht man das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Ja, okay, gedrückt halten und dann... Hallo, Teamaufstieg, Hilfe, Handeln, Verspotten, Nein, Wütend, Verwirrt. Das funktioniert ja wirklich scheiße. Okay, ich folge mir, Sonstiges. Und nu? Was mache ich jetzt? Ach, ich lade dich jetzt gerade quasi zum Team ein, oder was? Aber nur als Emoji. Was zur Hölle? Alter, wieso bin ich fast kaputt? Was ist denn los? Ja, das war ich aus Versehen. Was? Zieh woanders hin! Du Fisch. Nein, das war mit einer hier mit. Geh weg! Alter, ich bin fast tot! Geh weg! Nicht schießen, Lukas! Warum? Nee! Wirf Granaten. Alter! Wenn ich gleich irgendein fucking großes Vieh im Rücken habe, ne? Aber mal ohne Scheiß, wie kann ich dich denn jetzt hinzufügen? Social? Ich hab keine Ahnung. Bist aber in meinem Team. Okay, bist du aber mit Jungle, vor allem bist Ralf. Apropos Ralf. Ich gehe auf Karte. Mhm. Wenn andere Spieler mehr angezeigt werden, Sekunde. Wir werden andere Spieler angezeigt, wow. In Green Country sind zwei Spieler. Oh, ich sehe direkt Russen. Ich sehe direkt Russen, Alter. Alexei, ich sehe Russen. Ja, Alexei und Lusli, 89, okay. Und da sind wir beide. Wo ist Ralf? Ich lade gerade. Da ist auch noch einer, Level 7. Alter, hier sind jede Menge. Level 6, Level 7. Ich glaube, dieses Mal werden wir wirklich auf Spieler treffen. Oh ja. Okay. Das wird witzig. Wir sollten gucken, dass wir uns ins Team einladen, definitiv. Ja. Bevor uns gegenseitig über den Haufen schießen, aus Versehen. Erstmal heilen. Ha, so. Geht doch. Ach Mann! Ach das, Herr Ralf. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte schon gerade sagen, wir kommen da jetzt angeschossen. Ich wollte schon schießen, wa? Wie kann man denn jetzt Leute hinzufügen hier? Der Spieleleiter dürfte das eigentlich machen können. Ja, ja, aber wie? Warte, ich will mal was ausprobieren. Z. Sozial. Warte, so. Ich steht halt bei mir im Team schon. Bei mir auch. Warum das aber dann jetzt auch nicht im Spiel angezeigt wird, finde ich jetzt ein bisschen kurios.
Okay, nimm die Waffe runter. Alter, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Nicht rumblödeln jetzt bitte, weil da kommen Leute auf uns zu, ne? Auf der Map sieht man das, die kommen hier hoch. Ja. Also bitte mal gucken, konzentrieren, dass wir das rausfinden, wie man das macht. Ja. Ja, und Team. Oder ist das jetzt, wir sind zwar im Team, aber weil wir jetzt über Level 5 sind, dass wir jetzt uns auch gegenseitig killen können, aber dann müssen wir unsere Leistung... Nee, hätten wir aber trotzdem können, uns doch in der Gruppe drin sein müssen. Seltsam. Ah, wie war das denn? Gestern hat das doch irgendwer gemacht, oder? Ja, aber da waren wir schon davor im Team, das hat schon im Hauptmenü geklappt. Soziales. Denkt daran, wenn ihr von irgendwem angeballert werdet, ne? Dann erstmal nicht zurückschießen, erstmal nur in Deckung. Okay. Zusammenfassung, Stufenaufstieg, Ansicht. Okay. Okay. Jeglicher Schaden wird ignoriert bei Verbündeten. Das ist auch sehr hilfreich. Mhm. Das ist ein guter Tipp. So, wie ist das jetzt? Ich weiß. Alter, dann Dreizack sieht doch mal heftig aus. Ja, ne. Scheiße, ich krieg langsam ein bisschen Panik. Panik brauchst du nicht zu haben, ich hab die Map im Auge. Momentan sind wir noch safe. Ich kann nur, wenn ich mich vor dich stelle, Space zum Handeln. Genau, das kann ich auch nur. Normalerweise war das ja so, dass ich da, dass ich dann davor gestanden habe und ich konnte dich dann einladen ins Team. Fortsetzen, Herausforderung, Social. Schnelle Reise. Stummschalten, Sitzen, blockieren, Freunde entfernen. Nur die Option habe ich. Wir sind quasi im Team schon. Aber dass uns das nicht angezeigt wird, finde ich jetzt ein bisschen. Also, jetzt wurde ich aus dem Team entfernt. Ja, warte, ich füge euch jetzt in-game nochmal neu hinzu. Okay. Ich spalte erstmal die Map im Auge. So, ihr müsstet jetzt nochmal Einladungen von mir bekommen haben. Da! Ja, hat geklappt. Ich hab noch keine Einladung bekommen. Doch, die ist raus. Jetzt hab ich sie gekriegt, ja. Ah, oh, Mann. So. Und nun Gott sind wir gelb. So, ja, jetzt den Test. Jetzt sind wir auch im Team. Gut. Ja. Okay. Lass mal kurz auf die Map gucken. Die ja. Sind noch, die kommen näher, aber die sind noch relativ entfernt von uns. Sind auch ja. Zwei Spieler. Sind 11 und 4. Sind auch 4. Sieht auf jeden Fall nach 3 Spielern aus. So, ich muss gerade erstmal wieder Teamspeak ein bisschen leiser machen. Ja, es sind 3. Okay, die kommen ungefähr aus der Richtung, wo ich jetzt hingucke. Ja. Ich weiß ungefähr wo. Ja. So, ich würde vorschlagen, wir kümmern uns ein bisschen ums Quest, dass wir ein paar von den scheiß Dingern abschließen, weil mir ist das da gerade ein bisschen zu viel Einblendung an der rechten Seite des Bildschirms. Ja. Und denkt dran, wenn die schießen, schießt nicht sofort zurück. Wenn sie schießen, ja. Wenn ich ehrlich bin ich ja so ein bisschen freundlich gesät, ne? Guten Tag. Ja, wir sowieso. Deswegen sage ich ja nicht direkt zurückschießen. Oh fuck! Oh fuck! Was denn? Was ist denn hier los? Hier ist ein Riesenvieh unterwegs, Alter. Siehst du das nicht da hinten in der Stadt? Nein. Okay. Grade. So.
Fuck! Alter, ist halt wieder so ein brennendes Vieh wie gestern. Nee, ein anderes Riesenvieh. Also ich sehe es sowieso nicht. Na, also von daher. Aha, jetzt weiß ich auch, wo die Ruckler gerade herkam. Ich hab Steam angehabt. Ich hab ausgemacht. Jetzt funktioniert das. Ja. Okay. Mal kurz ein Auge auf die Map. Moment. Die Leute sind weg. Okay. Die haben sich, glaube ich, ausgelockt. Oh, ich sollte mich nicht auf offener Straße irgendwie hinstellen. Ja, und oben kommt noch Protektron. Was ist mit denen, ne? Alles mitnehmen. Ah. Was denn? Hier gibt's eine Parade. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, wir müssen nur ein bisschen aufpassen, wie gesagt, weil da war ein Riesenvieh, ne? Und da sind diese Supermutanten. Ach stimmt, hier ist jetzt wieder alles gespawnt, ne? Oh ja. Ich gehe mal ganz kurz in mein Menü, ich muss was trinken. Ja. Apropos. Ja, mach ich jetzt auch lieber mal. So, und jetzt ist die Frage, gehen wir in die Stadt rein oder irgendwo anders hin? Müssen wir in der Stadt was machen? Das ist jetzt die Frage. Ich gucke mal unter Daten. So, das Hauptquest ist, mach dich mit Dr. Hudsons Dingens vertraut. Ja. Und Nebenquest. Pass auf, ich mach mal Hauptquest die Markierung aus. Nebenquest. Lagerplatz des Responders Miguel. Kümmern wir uns erstmal darum. Miguel, so. Das ist jetzt die einzige Markierung mit dem Sternchen auf der Map. Und die ist... Ich möchte mal kurz was einwerfen. Du hast das ja gerade geändert, ne? Bei mir hat sich das jetzt auch geändert. Das heißt quasi, das, was wir gestern hatten, nicht hatten, ist jetzt eingetreten. Ich hoffe, das ist doch, wenn jetzt einer die Dings abschließt, dass dann alle die haben. Wenn das nämlich der Fall ist, dann ist das echt geil. Dann wäre das deutlich besser, ja. Ja. Das stimmt. Das ist ein Event. Okay, jetzt sollten wir echt mal ein Auge öfters mal auf der Map haben, wa? Sucht mal, beziehungsweise guckt mal auf die Map. Etwas über dem Flugplatz ist jetzt so ein leicht gelb eingekreister Platz. Und das ist das, wo wir jetzt zuerst hingehen. Achso, und wir suchen den Lagerplatz da. Genau, richtig. Das sind am Flugplatz selber sind Spieler, ne? Ja, ist egal. Na gut, mach mal. Solange ihr nicht einfach blind drauf losschießt, was ihr ja nicht machen werdet, so wie ich euch kenne, dann passt das schon. Ja. Ach so, so laufen wir. Das kriegen wir schon hin. Ich finde das blöd, dass man die Map nicht irgendwie dauerhaft einblenden kann. Ja, das schneller aufrufen kann, als so. Diese Animation dauert zu lange. Ja, ich. Ja gut, ne, aber so schlimm finde ich das jetzt auch wieder nicht. Das in anderen Spielen ja genauso. Besser, man hat eine Map als keine, ne? Immerhin. Ja, genau. Vor allem eine Map, wo man die ganzen Gegenspieler sieht. Ich sag immer, Gegenspieler sind Mitspieler. Gegenspieler, das stellt sich jetzt heraus. Oh ja. Aber es wird sich herausstellen, definitiv. Ja, heute auf jeden Fall. Ich bin aber auch halt mal dafür, dass wir auf jeden Fall mal jagen gehen, auf jeden Fall für Essen. Ja. Ja, natürlich. Aber das können wir, glaube ich, auf dem Weg machen. Wir gehen jetzt mitten durch den Wald. Also wenn ihr irgendwas Besonderes seht, sagt mir bitte Bescheid, ne? Okay. Ja. Weil ich sehe ja nicht sonderlich viel. Wie man später die Waffen modifiziert und so, das müsst ihr mir gleich mal erklären, wenn man mal... Ja, mach ich. Und das ist gar nicht so schwer, Lukas. Ja, ich weiß nur nicht, ich habe keine Ahnung davon. Habe ich bei Fallout 4 damals auch nie gemacht. Lass uns mal hier in das Gebäude rein. Ja.